Hey, das ist wohl nicht so gelaufen, wie es ursprünglich geplant war, oder? Ist es dir auch schon mal so gegangen? Vielleicht nicht ganz so schlimm oder sogar noch schlimmer? Dann bleib dran, denn du wirst sehen, wenn Anna nur ein winziges Detail ändert, wird Tranjean gerne sich halftern lassen und mit ihr mitgehen. Hey, schön, dass du dran geblieben bist. Hier ist der Ilja. Das, was du jetzt siehst, ist Teil unseres großen Online-Kurses Mit Pferden wachsen. Darin erklären wir dir alles rund um das Thema Pferd, wie Pferde die Welt sehen, wie du mit ihnen kommunizierst, wie du mit ihnen am Boden arbeitest, das gesamte Paket. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, haben wir dir das hier unten drunter verlinkt. Da kommst du auf eine Seite, wo du alle Informationen für diesen Kurs findest. Ja, Tranjean. Anna hat versucht, ihn einzufangen und er ist weggaloppiert. Dazu muss man zuerst wissen, Tranjean ist ein Camargue-Pferd, das in der Camargue aufgewachsen und ausgebildet wurde. Was ich jetzt sage, ist keine Bewertung. Ich mache niemanden schlecht, keinen Trainer, keine Reitweise, keine Methode und vor allen Dingen, ich mache mich nicht besser damit. Ich sage nur, was ich beobachte. Tranjean ist in der Camargue frei aufgewachsen, in der Herde auf riesigen Flächen. Und die Gardians oder Züchter gehen dort, damit sie die Pferde immer zuverlässig halftern können, mit einem großen Sack voller Hafer auf die Weide. Und jedes Pferd, egal ob damit gearbeitet wird oder nicht, bekommt erst einmal etwas Hafer zu fressen. Dadurch kommen die Pferde natürlich sehr, sehr gerne zum Menschen, sobald er auftaucht. Das ist nicht unser Weg. Warum nicht? Weil was mache ich, wenn ich mal kein Futter habe? Kann immer mal vorkommen. Ich möchte doch, dass das Pferd nicht wegen des Futters zu mir kommt, sondern weil ich für das Pferd ein sicherer Hafen bin, ein Partner, mit dem es gerne durchs Leben geht. Also begleite uns jetzt dabei, wie Anna Tranjean ohne Hafersack fangen möchte, es ihr aber nicht gelingt und sie dann ein winziges Detail ändert und auf einmal den Erfolg hat und Tranjean sich sofort halftern lässt und gerne mit ihr mitkommt. Ich wünsche dir viel Freude. Ja, Anna geht mit dem festen Vorsatz, ich will Tranjean halftern auf ihn zu und Tranjean kommentiert das direkt, indem er wegläuft. Warum läuft er weg? Er ist natürlich ansonsten gewohnt, entweder mit dem Futtersack geholt zu werden, gehalftert zu werden und er ist es gewohnt, der Mensch möchte immer etwas von ihm. Er hat aber nicht wirklich verstanden, dass man einfach auch mit dem Menschen zusammen sein kann, ohne dass der Mensch etwas von ihm möchte. Was meine ich mit etwas von ihm wollen? Das bedeutet letzten Endes, hier hält Anna Nantos ein wenig auf Abstand, weil da oben ist es recht eng und sie möchte natürlich nicht, dass Nantos dazwischen kommt. Ja, wenn ich von dem Pferd etwas möchte, wo das, um meinetwillen, wo das Pferd aber keine wirkliche Rolle spielt, dann bekommt man unter Umständen eine solche Reaktion, dass das Pferd nämlich sagt, nein, das möchte ich nicht. Tranjean, das meine ich wie gesagt nicht wertend, hat in der Camargue, ist er immer zur Arbeit am Stier geholt worden und hat funktionieren müssen. Bei uns müssen die Pferde nicht funktionieren, wir lassen ihnen die Freiheit, selbst mitzuentscheiden. Anna legt ja den Strick auf den Boden, was sehr, sehr gut ist, um zu signalisieren, eigentlich möchte ich doch nichts von dir, aber jetzt nimmt sie den Strick wieder auf und da sieht man schon in ihrem Gedanken, es ist immer noch präsent, ich möchte, muss dieses Pferd jetzt unbedingt halftern. Und das Pferd spiegelt das unglaublich schön, läuft wieder weg, läuft eher zu den anderen Pferden hin. Wir möchten also, dass das Pferd sich uns freiwillig anschließt, weil wir Führung und Verantwortung übernehmen und für das Pferd einfach die beste Option sind. Tranjean schaut kurz zu Anna hin, signalisiert ihr, ich möchte nicht. Sie geht auch recht schnell auf ihn zu, da möchte er nach links ausbrechen. Sie schneidet ihm den Weg ab, weist ihm jetzt da einen Raum zu, in dem er sich frei bewegen kann, aber sie möchte nicht, dass er links oder rechts am Zaun wegläuft zur Weide. Aber so allmählich beginnt sich bei ihr etwas zu verändern. Die innere Haltung wird anders. Man merkt das jetzt auch schon an Tranjean. Sie hat beschlossen, es ist egal, ob ich ihn halftere. Es wäre schön, wenn er sich mir anschließt, aber es ist ihm überlassen. Da nimmt sie Kontakt jetzt mit ihm auf. Es sind viele Fliegen und Viecher da. Sie kratzt ihn an Stellen, wo es auch einfach gut tut. Das heißt, sie halftet ihn auch jetzt nicht sofort, sondern
ist erst einmal nur mit dem Pferd, ist für das Pferd da. Jetzt legt sie ihm das Halfter um und man sieht auch, natürlich ist er noch nicht ganz bei ihr, aber er hat jetzt beschlossen, okay, das ist eine andere Art der Präsentation, die ich bis jetzt erlebt habe. Dieser Mensch möchte nichts von mir um seinetwillen, sondern er bietet mir an, also Anna, sie bietet mir an, mich ihr freiwillig anzuschließen. Das klingt wirklich auf den ersten Blick komisch, weil das Endergebnis ist doch das gleiche, aber die innere Haltung entscheidet darüber. Nicht das, was du im Äußeren tust, sondern wie deine innere Haltung dahinter ist. Ich sage es immer so, wenn ich ein Pferd gehalftert habe, ob das dann mitkommt oder nicht, ist mir vollkommen egal. Ich weiß allerdings, ich nehme das Halfter und den Strick mit und zufälligerweise sitzt das Halfter am Pferdekopf. Optisch, nach außen hin, ist es genau das Gleiche, aber die innere Haltung ist eine völlig andere und deswegen folgen mir Pferde. Denn sie wollen auf jeden Fall folgen. Sie möchten, dass jemand führt, in ihrem Sinne Verantwortung übernimmt. Das heißt, immer dann, wenn die Führperson gebraucht wird, ist sie da. Aber ohne das Pferd zum Objekt zu machen, ohne das Pferd zu benutzen. Hier kann man sehr, sehr schön sehen, dass er jetzt vollkommen bei Anna ist und gespannt ist, wie der Tag mit ihr verlaufen wird. Ja, ich fand das unglaublich spannend, dass lediglich Annas innere Einstellung sich ändern musste und auf einmal ging alles wie von selbst. Tranjean ließ sich halftern, ist gerne mit ihr mitgegangen. Natürlich ist es bei jedem Pferd anders. Und wir haben bei jedem Pferd auch eine andere Herangehensweise. Wenn du immer informiert bleiben willst, melde dich doch für unseren Newsletter an, wenn du ihn nicht schon hast. Und dann bekommst du jede Woche von uns Tipps, Tricks und unseren Pferdealltag, unseren Alltag überhaupt. Also, ich freue mich, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin, ciao, mach's gut, dein Ilja.